Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, zu einer neuen Folge ARK. Und Wilma ist auch mit dabei. Ja, nachdem wir letztens ja schon den Verlust von Trixie betrauert haben durch das Einspielen des Server-Backups, weil alles weg war, komplett Gebäude, Dinos, alles komplett weg, muss man Backup einspielen und da ist Trixie dann leider abhanden gekommen. Und die tolle Zeichnung, die ich auf Wilma gemalt habe. Genau, dein wirklich wahnsinnig künstlerisch, ja, so ansprechendes Meisterwerk ist leider weg gewesen. Das sah so toll aus. Und Anja hat jetzt einfach mal ein neues Bildchen drauf gemalt. Ich finde, sieht auch sehr gut aus. Ja, passt im Prinzip zum grimmigen Gesichtsausdruck von Wilma. Genau, und zum Hut. Also farblich abgestimmt, total gut. Wobei Wilma schon sehr maskulin aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sehr androgyn. Aber Wilma, da musst du durch. Naja. Ja, so, was haben wir denn vor? Ich werde auf jeden Fall heute mal ein bisschen aufs Dach klettern und, also, naja, das nicht vorhandene Dach ausbauen. Und auf jeden Fall, ach, siehste, bevor ich es vergesse, wir müssen noch eine neue Räucherkammer bauen. Denn ja, genau, richtig, denn ihr habt ja mitbekommen in der Folge, wo wir gerade dabei waren, Trixie zu tamen, fehlte uns dann, wie hieß es? Gassamales Cooked Meat Jerky. Ja. Ja, also gekochtes Trockenfleisch. Wir haben immer nur die Premium-Variante im Schrank gehabt. Wer verwendet schon normales Fleisch? Ja, Mario war ja sowas von der Überzeugung, dass das ein Fehler im ARK-Wiki sei. Eindeutig. Das schaut euch die Folge nochmal an. Welche Folge war das? 56? Nee, ja, weiß er nicht. Keine Ahnung. So in dem Dreh auf jeden Fall. Also er war ja wirklich der Überzeugung. Folge 1 bis 57 anschauen, bitte. Wisst ihr Bescheid? Ja, also ich war wie gesagt der Meinung, dass es irgendwie das Prime Meat ist, Prime Meat Jerky, aber das war es tatsächlich nicht. Logischerweise, wenn da Cooked Meat Jerky steht, dann ist es halt natürlich nur ganz normales Fleisch. Richtig. So, und während Mario anfängt, da das Dach weiter auszubauen, werde ich den kleinen Dodo, der die ganze Zeit unter Spikes Hintern platziert ist, in unsere Kacke-Farm befördern. Also ja. Wenn ihr mich nebenbei schreien hört, dann bist du im Kackehaufen gelandet. Dann bin ich im Kackehaufen gelandet. Ja. Definitiv. Also im Prinzip ganz einfach, ich meine, wir haben hier oben, ihr habt es ja jetzt noch nicht so genau gesehen, da stehen ein paar Dodos oben drin, die jetzt für uns die Kacke produzieren. Ich kann aber ganz kurz hochgehen. Und die bekommt man da ganz gut rein, indem man halt mit dem Geier die Dodos einsammelt, also die gezähmten Dodos, oder oben reinwirft. Das Dach ist noch offen. Und hier so unsere ganze Düngerproduktion, also schon ein halber Mastbetrieb hier. Und hier geht's dann nach oben, da kann man dann die ganzen Eier einsammeln, die Dodos legen. Hier ist noch Platz für viel, viel mehr Dodos. Na, ihr seht schon. Definitiv. Ich muss Spike erstmal irgendwo anders parken, das geht so nicht. Ja, und ihr seht schon, die stehen hier alle in Reihe und Glied, die legen hier Eier. Hier runterrollen, hier liegen Kackehaufen, die man einsammeln kann. Also Dodo-Eier haben wir reichlich, Kacke können wir auch einsammeln ohne Ende. Je mehr Dodos hier sind, umso mehr Kacke findet man. Juhu! Dementsprechend kann man natürlich dann auch unten diese ganzen Komposthaufen oder Kompostierer da hier befüllen. Quasi, also da kann man wirklich eine ganze Menge Dünger produzieren. So, und ich dachte, du bleibst da oben, weil so, ich komme gerade angeflogen, dann kannst du das ja gleich zeigen. Ja, wahrscheinlich fällst du gleich mit Koga oder mit Dunkelschwinge. Ich bin mit Dunkelschwinge unterwegs. Ins Meer. Wo bist du denn? Da. Oben. So, also ich versuche jetzt irgendwie sinnvoll. Moment. Ne, da ist schon mal falsch. Da ist Wasser. Da, ja, ach nee. Na, man muss dir das sagen. Ehrlich, das war ehrlich. Wo fliegst du denn hin, sag mal? Ja, ich muss eine Kurve fliegen. Na, dann dreh doch mal rum. So, und welche Ecke nehmen wir denn? Na, hier hinten die. Ja, die hinten, okay. So, ich komme an. Mach die Tür zu. Ja, schmeiß runter. Ist der unten? Ich habe irgendwas fallen lassen, glaube ich. Ja, du bist jetzt gerade auf mir gelandet, aber ist in Ordnung. Ja, Sepp ist hier angekommen. Wir müssen jetzt leider Gottes mal ein bisschen in Position prügeln, geht leider nicht anders. Der arme Sepp. Ja, man hat, also das Problem ist, wenn man die auf Folgen setzt, man kann halt nicht wirklich sagen, die sollen mal auf so eine Rampe laufen. Das machen die nicht. Ja, du kannst die halt höchstens frei laufen lassen. Nee, die laufen, ja, könnte man, aber dann hat man nicht hier die Schrägen, wo man die Kacke ganz bequem einsammeln kann. Weil es rollt ja alles runter, man braucht ja bloß langlaufen, alles einsammeln, etc. Das geht natürlich hier von der Schräge wunderbar. So, Sepp. Ich würde sagen, ne? Das geht nicht. Warum nicht? Sepp hat. Ja, kaum Lebenspunkte. Wahrscheinlich deswegen? Nee. Aber ja. Ich glaube, es liegt daran, dass ich ja den PvE-Schaden deaktiviert habe vorerst. Ah. Damit wir nicht uns gegenseitig wieder töten. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man halt jetzt Sepp nicht da hochgeprügelt werden kann. Okay, schade. Na gut, stell dich einfach vor, es hätte funktioniert.
Genau, wir werden es bei Gelegenheit nochmal zeigen. Wie gesagt, das Ding ist ja noch nicht fertig, hier kommen noch mehr Dodos rein. Genau. Und ich wollte jetzt eigentlich endlich mal diesen Kompostierer bauen. Kompostierer sei schon, diese... Die Trockenkammer, die Räucherkammer. Die Räucherkammer, genau. So, was mache ich denn jetzt? Was wollte ich noch machen? Also ich habe ja jetzt Sepp oben abgeliefert. Irgendwas wollte ich noch tun. Ich gerade Holz geholt, sag mal. Weiß nicht. Ist Holz schon wieder hin? Verbrannt. Ja, bei den Temperaturen hier habe ich es eindeutig verbrannt. In mir. In dir? In meinem Inventar. Sehr schön. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin völlig planlos. Unproduktiv wie eh und je. Ja, kennen wir doch schon. Ihr seht, ihr habt es gehört. Das war der Beweis, Anja zugestimmt, dass sie immer unproduktiv ist. Ja, immer. Stets und ständig. Ich muss halt immer hier so ein Stück... Nein, essen. Natürlich nicht, nur 90% der Zeit. Na, immerhin. So, wir haben hier jetzt natürlich unsere Küche mit dem kleinen Kühlschrankbereich und dem Räucherkammerbereich. Da werden wir ja kurz die Räucherkammer einstellen. Die Räucherbox sozusagen. Die Räucherbox, sehr schön. Das sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn das Ding hier durchguckt, aber eigentlich... Aber du kannst es nicht ändern, ne? Du könntest den Stein nicht wegreißen, oder? Nee, das ist ein Pfeiler. Nee, das sieht Ach mal so, das geht nicht anders. Das sieht immer richtig kacke aus. Einmal sehr gut hingekriegt. Aber ich würde sagen, Kacke ist relativ, ne? Ja, guck mal, also hier, ne? Ja, ich sehe da nichts. Ach so, hinten, ja. Naja, deine also, Konstruktion. Nicht schön, aber selten. Richtig. Von daher können wir hier auf alle Fälle ein bisschen Fleisch reinwerfen und Spark Powder und ein bisschen Öl und dann ein bisschen Gammelfleisch da schon. Cooked Prime Meat, nee. Ja. Wie heißt das? Cooked? Mann. Cooked Meat Jerky. Ja, genau. Ganz normales gekochtes Fleisch. Das wollen wir herstellen. Das nehmen wir dann in Angriff. So, und ich werde hier nebenbei in unserer Düngestation ein bisschen Kacke sammeln und das Ganze in unsere Kompostboxen werfen. Ja, und wir haben nämlich die Felder vertrocknen lassen. Nicht wir, ja. Ich wollte nur mal betonen, wer hier die Gärtnerin von uns ist. Ja, so schön, also wenn du die Gärtnerin wärst. Ja, ihr seht, das ist bestechende Logik. Das ist wirklich irre. Naja, jeder entdeckt so seine feminine Seite irgendwann. So, komm jetzt einmal hier ruf, das Ding. Ah, los, hopp. Da muss ich wahrscheinlich noch Thatch sammeln gehen. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel. Na, ein bisschen was haben wir noch. Ja. Na, erstmal den Code. Hallo Sepp. Ja, auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen mit dem Dach vorankommen. Das geht ja so nicht weiter, also... Ja, Katastrophe. Ja, eben. Vorm Herrn. Ich weiß bloß noch nicht so, wie ich das jetzt hier bauen soll. Das ist ein bisschen... Ach, das sind die Dachschrägen. Ja, das sieht natürlich wirklich lustig aus. Ja, aber das... Also ich weiß noch nicht, wie ich den Übergang jetzt hier machen soll, denn jetzt kommt ja hier... Also... Na, mach das doch flach. Das hier... Und dann... Ja, also geradezu machst du es flach und dann auf der linken Seite einfach so symmetrisch. 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 Ja, ich brauche erstmal... Habe ich natürlich wieder nicht dabei. Wie soll es auch anders sein? Ich brauche noch ein paar Dingenskirchenziehe. Wer sind sie denn? Ceilings. Ja, solltest du... Zwei Stück. Was für ein Gegubbel hier. Ein Gegubbel. Aber da wir ja natürlich jetzt gerade hier so ein bisschen am Rumbauen sind... haben wir natürlich noch ein ganz anderes interessantes Thema, denn wir wollen mal wissen, was euch an ARK so fasziniert. Ja, richtig. Denn ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal betont, ja, dass wir einfach generell von dieser Grafik, wenn man sie denn tatsächlich auf seinem Rechner so umsetzen kann, begeistert sind. Aber also überhaupt das, was jetzt schon möglich ist am Spiel, das begeistert uns. Dinosaurier finden wir halt auch wunderbar, die sehen super toll aus. Einfach, dass das hier auch so realistisch aussieht. Ja, genau. Und insgesamt auch mal tatsächlich eine willkommene Abwechslung im Vergleich zu den ganzen Zombie-Apokalypse-Survival-Games. Ich meine, die sind auch cool. Ich mag sowas. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Zombie-Thema ist irgendwie schon ein bisschen ausgelutscht. Da ist hier so ein Dino-Survival-Game schon, also unserer Meinung nach, doch schon mal ein willkommener Lichtblick. Genau. Und insgesamt auch, was so das ganze Thema angeht. Ich meine, über Early Access Spiele hört man ja immer eine ganze Menge negative Sachen. Das ist ja immer so,
Es gibt halt Publisher, die nutzen das tatsächlich, um die Kundschaft auszubeuten. Die bringen dann halt ein fertiges Spiel raus und werden es auch nicht fertigstellen. Haben natürlich vorher Kohle kassiert, das ist natürlich unschön. Aber bei dem Entwickler hier ist es ganz anders. Die geben sich halt wirklich echt Mühe. Die legen hier eine ganze Menge Energie rein in das Spiel, in die Entwicklung des Spiels. Und das insgesamt gesehen, neben dem Dino-Setting sozusagen, ist wirklich schon... Das macht halt Spaß. Ein Ausnahmezustand. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie häufig neue Patches kommen. Also ziemlich, also so ziemlich jeden Tag. Ja, und vor allem, das sind nicht nur irgendwelche 0815 Patches, sondern halt tatsächlich auch wirklich inhaltlich tut sich da richtig, richtig, richtig viel. Ja. Also richtig geil. Also wir finden das extremst klasse und uns würde halt wirklich mal interessieren, was euch an dem Spiel so fasziniert. Fasziniert euch halt tatsächlich nur das Thema Survival oder insgesamt Dinos mit Kombination und Survival? Also ja, Dinos an sich sind ja sowieso schon ein cooles Thema, finde ich. Also vielleicht seid ihr auch einfach nur riesengroße Dinosaurier-Fans oder Fans der kompletten Urzeit, der Entstehungsgeschichte, der Erde, was auch immer. Und das interessiert uns wirklich mal. Was hat euch dazu bewegt, bei ARK mal reinzuschauen? Ja. Fan von ARK zu werden. Ja, es gibt ja, also wir wissen ja schon, dass es doch schon einige Survival-Fans gibt, die tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall auf ARK aufmerksam geworden sind, weil es einfach mal ein neues Survival-Game war. Ja? Aber es gibt natürlich auch die Dino-Fans, die jetzt so gar nicht unbedingt auf Survival-Thema stehen, aber auf Dinos. Und ich muss sagen, ich bin nämlich Dino-Fan. Also mein Lieblingsdinosaurier... Nicht die Mama. Nicht die Mama, genau. Nein, aber also, wo ich wirklich noch klein war, Kind war, das ist ja auch schon ein paar Tage her, habe ich mich auch sehr für Dinosaurier begeistert. Ich war unglaublich gerne im Naturkundemuseum hier in Berlin, komme ja aus Berlin. Also mehrfach mit meinen Eltern. Diverse Dinosaurierbücher hatte ich zu Hause. Also ich fand das super spannend. Und dann meinte Mario irgendwann, hey, schau mal, es gibt hier so ein tolles Spiel, ein Survival-Spiel mit Dinosauriern. Ist nicht so, dass ich jetzt unglaublich gerne Survival spiele, ja. Und das hat mich dann aber doch schon überzeugt, weil einfach das Rundum-Paket hier, also ist einfach klasse, spielt sich super, sieht toll aus. Bin sofort begeistert gewesen und man kann sein Wissen von damals noch mal ein bisschen aufbessern. Ja. Er hat auch schon einiges vergessen. Also das Spiel ist echt der Wahnsinn. Ja. Uns gefällt das richtig, richtig gut. Ist auch ein Spiel mit Lerneffekt. Ja, auf jeden Fall. Spätestens wenn der T-Rex dir einen Hinder gebissen hat, weißt du, was ein T-Rex ist. Ja, richtig. Ja, das ist auf alle Fälle, also wie gesagt, gefällt uns richtig gut. Das ist wirklich klasse, das Spiel. Das gibt's halt wirklich heutzutage relativ selten, dass man wirklich mal innovative Spiele hat, die mal wirklich herausstechen aus der Breitenmasse. Es gibt natürlich immer so die ausgelutschten Spiele, die werden in der, weiß ich nicht, 20. Auflage gemacht, die sind zwar immer wieder toll, aber halt auch nicht neu, ne? Muss man auch dazu sagen. Also ich meine, einige Spiele profitieren einfach davon, dass sie zu einer bestimmten Reihe gehören. Ja, also Fans von irgendwelchen Spielereien werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer die Fortsetzung kaufen, ne? Egal, ob die jetzt super ist oder nicht. Ja, also was zum Beispiel halt extremst ausgelutscht finde, das Thema Assassin's Creed. Ist ein tolles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt auch wirklich, da kommt ja alle halbe Jahre wirklich ein neuer Teil raus. Und das kann man da keiner erzählen, dass sie qualitativ das gleiche Level halten, das gleiche Niveau halten, wie von vor 5 Jahren oder so. Ja, wo die ersten Teile rauskamen. Inhaltlich gesehen. Also das ist schon so ein Punkt, naja, weißt du, dann lieber sollen die Entwickler sich ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr Hirnschmalz investieren. Ja, dafür haben sie dann ein kleines, aber feines Edelsteinchen entwickelt, ein kleines Juwel unter den ganzen Spielen. Und das ist halt wirklich hier bei ARK der Fall. Ja, also was mich zum Beispiel immer so ein bisschen traurig stimmt, jetzt diese ganze The Legend of Zelda-Reihe. Also ich meine, das dauert natürlich jetzt noch eine Weile, bis für die Wii U oder vielleicht für die NX, also je nachdem, welche Konsole Nintendo dann da unterstützen möchte, vielleicht auch beide, der nächste Teil rauskommt. Und solange wird einem eigentlich immer nur eine Neuauflage übergeholfen oder die Virtual Console-Auflagen werden dann halt rausgebracht, aber so richtig Neues kommt nichts. Also gut, für den 3DS kam jetzt halt irgendwie auch so ein Ableger raus. Ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nicht das, was die Fans meiner Meinung nach erwarten. Halten einen auch immer hin. Und da verkauft sich der Name natürlich auch super, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen, wie ich hier diese Kante mache. Also ich meine, ich hätte jetzt gerne hier an dem Punkt noch so, vielleicht brauche ich das Dach auch hier nochmal irgendwie so eine Schräge hin oder sowas. Wie du denkst, sei kreativ. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Du bist der Baumeister von uns beiden. Bob, der Baumeister. Bob, der Baumeister. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, ob das hier insgesamt von der Höhe überhaupt passt. Das ist genauso hoch wie so ein, ja, tatsächlich, cool. Dann mache ich das
wie ich das geplant hatte. Ja, cool. Wunderschön. Nicht schön, aber selten. Ach, na ja. Ja, und ihr seht schon, das, was ich mir schon immer gewünscht habe, das ist quasi wie ein Sechser am Lotto mit Jackpot, mit Zusatzzahl, man kann jetzt tatsächlich die Wände drehen, wenn man sie platziert hat. Man kann einfach mit der E-Taste die Dinger drehen. Wunderschön. Ja, ne? das dauert halt einfach immer mal so ein bisschen. Wunder dauert manchmal länger, aber das ist halt auch eher so ein Beispiel, da hören die Entwickler auch auf die Community, die wünschen sich bestimmte Sachen und die werden halt auch umgesetzt. Cool. Extremst cool. Muss ich natürlich nur noch gucken, dass ich das Bildchen wieder hinkriege und das ist natürlich, kriege ich es auch gedreht? Das natürlich nicht, verdammt. Tja. Okay, ich habe schon wieder einen neuen Wunsch. Schön, kannst du gleich weiterleiten. Ja, ist halt irgendwie, ich hätte gerne, warum pappt der das da dran? Das ist doch totaler Blödsinn. Der soll das mal... Vielleicht stehst du ungünstig. Meinst du, ich stehe im Weg? Ich glaube, du stehst total im Weg. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, ist das jetzt hier so richtig rum? Naja, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, was das hier werden soll. So. Das sieht doch schon ganz gut aus, was du da fabrizierst. Diese beißende Ironie in deinen Worten ist fabulös. Ich habe gar nichts Negatives gesagt. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Jetzt haben wir nämlich schon mal den Part, dass hier auf jeden Fall eine Schräge drin ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie gebacken kriege. Das muss man irgendwie anders lösen. Und ich hoffe mal, ich kriege das jetzt auch hier alles ran. Aber generell finde ich schon mal cool, dass jetzt auch so neue Bauteile zu kommen. Insgesamt ist ja auch so, dass noch viel, viel mehr Bauteile geplant sind. Also auch irgendwie noch Mauerteile etc., die anders aussehen. Ach, hör doch auf. Habe ich ja nicht verbaut, verdammt. Ja, reden und bauen, ne? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, also wie gesagt, noch neue Mauerteile und so ein Kram. So mit halben Mauern und echten Geländern tatsächlich. Ach echt? Irgendwann mal cool. In 500 Jahren. Aber es kommt irgendwann. Und ja. Vor allem, worauf ich mich extremst freue bei dem Spiel, sind Möbel. Möbelstücke sind extremst cool. Eine coole Couch. Ja. Eine Chill-Out-Couch. Sehr schön. Küchengeräte, Mixer, was auch immer. Ja. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, was ich hier für einen Übergang mache. Es sieht noch ein bisschen bescheiden aus, um es mal höflich auszudrücken. Ja, das ist halt die Frage, was man an den Ecken macht, ne? Das ist wirklich... Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie so ein Ziel rein... Das ist halt auch die Frage, ob das vielleicht irgendwie ineinander snappt. Nee, tut's leider nicht. Also ich habe das schon mal bei einem anderen Projekt getestet. Also man kann hier tatsächlich nicht irgendwie noch Dachplatten übereinander legen, dass sie hier so eine Kante bilden. Das geht leider noch nicht. Aber wie gesagt, die Entwickler müssen ja noch ein bisschen was haben, um sich auszutoben. Und Themen gibt es so viele. Ich hatte es ja beim vorletzten Mal, glaube ich, schon angesprochen, ein bisschen, was so in nächster Zeit noch kommen wird. Also richtig coole Sachen. Und bin ehrlich, also das sieht ja jetzt ein bisschen blöd aus, finde ich. Wenn ich das jetzt noch so ranbaue... Ja, das sieht nicht gut aus. Aber ich könnte natürlich auch so eine Mauer hier reinbauen. Hier so ein Mäuerchen. Also wenn man von unten schaut, sieht das dann ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Ja, aber... Wenn man direkt auf dem Dach steht. Aber man könnte ja jetzt sagen, okay, man zieht hier vielleicht so eine Mauer rein, also wie hier quasi. Ja, probier das doch einfach mal aus. Ich habe gerade keine Mauer. Ich bin arme Sau. Ach Gott, sammel Steine. Ach, hör doch auf, oh. Steine sammeln. Steine sammeln, ja. Das ist doch was für dich. Ach, da war es wieder, der tägliche Diss. Vielen Dank. Ja, komm, ich hab ein bisschen Holz gesammelt beim letzten Mal, ja. Können wir jetzt heute mal tatsächlich verwenden, gewinnbringend. Dann haben wir ein paar Steine. Mensch. Ja, also wie gesagt, uns gefällt das Spiel richtig, richtig gut und... Wir können noch lange, lange, lange mit neuen Folgen ARK rechnen. Ja, also wirklich. Ich meine, wir haben das Spiel ja nicht aus Spaß jetzt im Early Access geholt und spielen das schon so lange, egal ob mit Aufnahme oder ohne. Also wir verbringen schon sehr, sehr viel Zeit hier. Also mal zum Vergleich. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, schon über 350 Stunden im Spiel verbracht. Okay. Ja, so weit komme ich jetzt noch nicht. Da habt ihr schon mal ungefähr eine Vorstellung, wie gut mir das Spiel gefällt. Ja, das ist eine Ansage. Ja. Und hier
Ja, was wir demnächst dann aber noch neben den Projektvorschlägen, die wir von euch ja dann hoffentlich bald bekommen, spielen werden, hatten wir auch schon mal vor einer Weile angekündigt, Trine 3. Ja, endlich mal. Wir haben jetzt ein bisschen getrödelt. Problem war halt, wir hatten eigentlich schon mit der Aufnahme begonnen und hatten dann am Ende ein Problem mit der Tonspur. Da waren dann auch wirklich 4 Stunden Spielspaß für die Katz. Ja. Das war richtig deprimierend. Das, also Schuld eigene, ne? Warum hat man das nicht schon früher geprüft? Aber wir waren so im Spielen, das heißt, wir fangen damit nochmal von vorne an. Naja, stellen uns wahrscheinlich genauso beschränkt an wie beim ersten Versuch. Ihr werdet auf jeden Fall genau das gleiche Chaos erleben wie auch sonst immer bei uns. Mit einer ganzen Menge Spaß und Fun und überhaupt. Also könnt ihr demnächst bei uns dann im Kanal bewundern. Das genau, Spiel. Trine 3. Ja, wirklich ein cooles Spiel. Sieht wunderbar aus. Hat zwar ein paar Kritiken bekommen, aber das macht gar nichts. Jetzt könnte man hier wirklich das Ding hier richtig aufbauen. So. Nein! Verdammte Axt aber auch. Hast du geschielt? Ja. Du wieder zusammenbaust. Ja, ihr seht, ich habe eine Menge Spaß hier oben. Und wir sind schon wieder durch mit der Folge. Ist doch nicht tatsächlich wahr. Das ist halt wirklich, wenn man so in Redelaune ist, ja, da hat man schon wirklich... Vergeht die Zeit, ja. Kurze Weile sozusagen. Ja. Statt Langeweile. Schlimm, dass schon wieder Sonntagabend ist. Da muss man ja am nächsten Tag wieder raus. Katastrophe. Das ist wirklich katastrophal, aber es lässt sich auch nicht ändern. Ja. Geht euch ja nicht anders, ne? Genau. So, das sieht mal irgendwie komisch aus. Warum ist hier so ein Loch? Ja, da hast du wohl Füllmaterial vergessen. Was ist denn hier schon wieder los? Was habe ich denn schon wieder gebaut? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit, was du da baust. So, jetzt ist es richtig rum. Korrekt. Dann können wir jetzt nämlich hier wieder so eine Schräge reinzimmern und es klappt echt. Doch. So, guckt aber ganz schön weit durch hier. Ja, also schön ist anders, wollte ich gleich mal so festhalten. Ja gut, das lässt sich aber leider nicht anders machen, denn ich kann es mir ja nicht aussuchen. Na gut, ihr Lieben, wir machen hier, wie gesagt, erstmal ein kleines Päuschen. Zeit ist rum. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten natürlich gerne auch wieder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Genau, darüber freuen wir uns natürlich immer riesig. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, die könnt ihr uns natürlich auch gerne zukommen lassen. Und ja, ansonsten beantwortet es einfach die Fragen aus dem Video. Ja, und wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo wir vielleicht mal ein bisschen quatschen sollen oder sowas, könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Und dann können wir sicherlich mal das eine oder andere Wort dazu verlieren. Genau. Ja. Okay, ja. Dann soll es das gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal. Einschalten nicht vergessen. Morgen 15 Uhr ist es so wieder soweit hier bei uns. Und ja, bis dann. Einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao.